Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, ich habe jetzt das Ding hier mal durchlaufen lassen. Wie man sieht, dieser kleine hier ist voll. Ich habe den mit mir mal als Puffer hingestellt, habe gemerkt, dass der sogar zu klein ist. Und jetzt heißt es, ich kann den hier mal abreißen. Das ist eigentlich nur das, was ich machen wollte. Aber für mich ist auch noch gleichzeitig, und es müssten 10 Durchläufe gewesen sein, um eine Zelle durchzukriegen. So, dann heißt das jetzt für mich, bitte einmal die Pumpe weg. Weil die brauche ich nicht. Weil ich kann das sozusagen über die Pipe steuern. Das heißt, wir machen jetzt dann hier den Fluid Output an und schieben das nach drüben. Wie ihr gesehen habt, ich habe da oben schon einen Ultra Low Voltage Fluid Tank hingebastelt, weil das ja auch Sinn und Zweck ist. So, ich werde den hier aber nicht brauchen. Ich hoffe, dass das unten mir reicht. Wir werden sehen. So, das heißt jetzt, ich habe hier einen. Ja, jetzt muss ich gerade aufpassen. Der da soll raus und rein. Also der soll rausgeben. Der soll bitte nur die Oxidzellen reinmachen und der soll nur die leeren Zellen reinmachen. Es kann sein, dass ich noch einen zweiten Filter brauche. Wir werden sehen. So, dann heißt es jetzt. Ich habe das jetzt schon mal umgestellt. Das heißt, ich werde jetzt hier meinen Tank wieder hinstellen. Aber gesagt, ich brauche sowieso noch mal eine Pumpe. Pumpe, wo war denn die hin? Ach so, ja. Die, weil ich jetzt benutzt habe, ist sie nicht mehr stackbar. So, dann nehmen wir die auch gleich und wir sagen bitte exportiere es, aber ich glaube, das macht er sowieso. Dann machen wir das jetzt schon mal so weit. Ah. Okay. Auch noch einmal. Perfekt. Rüben. Ich werde sogar noch mal eine Pumpe brauchen, ja. Aber das würde dann eine MV für raus. Aber es geht schon mal jetzt erstmal darum, dass wir es erstmal reinkriegen. Aus. Das bleibt jetzt erstmal gerade. Okay, das wäre perfekt. Egal, ich hätte es eigentlich da machen müssen, weil wir müssen es ja, ist egal. Können wir abreißen wieder machen. Ist ja jetzt nicht ultra. So, das heißt, wir haben jetzt hier unsere Nitrogenzellen. Die haue ich jetzt da rein. Und wie man sieht, der Tank wird leer. Das ist perfekt. Was so brauchen wir es. So, und diese Zellen kommen dahin. So, dich mache ich jetzt aus. Und dich lege ich da rein. Und dich lege ich meinetwegen da rein. Dann habe ich sie aus dem Sinn. Aus den Augen, aus dem Sinn. So, okay. Wie gesagt, dass hier so viel drin ist, es kommen 4000. Die 4000, bis der durchgelaufen ist, wird reichen. So, das heißt jetzt, wir haben ja auf jeden Fall, also er soll uns extrahieren. Wir haben, ich muss doch gleich einmal laufen lassen. Ja, wobei, nein, wir haben ja die Zellen da.
Wie gesagt, wenn es sein muss, dann. Also wir haben hier jetzt einmal Extract. Und zwar, ich möchte extrahieren. Wäre jetzt schön, wenn man Metal Extract hätte, dass man die Farben einstellen kann. So, Gray. Weil es eigentlich falsch ist, weil es sind Items. Das könnt ihr auch grün lassen. Ist egal. So, ja. Also, das heißt, wir haben jetzt hier Grau raus, Grau rein. Das heißt, wir haben hier unseren Insert. Das heißt, hier kriege ich bitte einmal den Verweis, dass hier bitte nur leere Zellen rein dürfen. So, dann machen wir jetzt den da. Jetzt hoffe ich, dass ich da auch an die Pipe rankomme. Ja, natürlich nicht. Wurde hervorragend gelöst. Weg hast du toll gemacht. Gott sei Dank, hier gibt es noch Erde. So, also erst soll es auf jeden Fall extrahieren. Und zwar bitte in und out. Und immer. So, die eine Zelle. Jetzt lasse ich mal alle neun gleich laufen. Und mache den Item-Output auch gleich an. So, das heißt jetzt, ich habe jetzt zwei. Ich werde jetzt hier mit 10 Zellen arbeiten, weil das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn man jetzt hier mal drauf schaut, sieht man, dass das ungefähr 7 Sekunden dauert, bis der Kompressor eine von diesen schönen Compressed Air Cells hergestellt hat. Wir brauchen 5 Stück. So, und wenn jetzt hier drauf schaut, braucht der 40 Sekunden, bis der einmal die Zentrifuge durchgelaufen hat, ne? 5 mal 7 sind 35. Ja, und 40. Das heißt also, die Compressed Air Cells sind eigentlich komplett fertig, wenn der fertig ist. Das heißt, es muss jetzt dann nur alles sauber noch weiterlaufen. Und das ist jetzt das, was wir ja gerade machen. Hoffe ich. So, okay. Ich habe ja gesagt, achso, extrahieren bitte ganze Zeit. Ja, ich brauche auf jeden Fall hier nochmal einen Filter. Das machen wir jetzt gleich. Das heißt, ich brauche jetzt für den Filter brauche ich auf jeden Fall Zinkfolie und beziehungsweise ich schaue mal schnell, ob ich noch ein Item-Filter eventuell haben könnte hier. Nein, habe ich nicht. Also das heißt, ich brauche Zinkfolie. Die haben wir schon mal hier drin. 16 Stück. Ich hoffe, dass du genügend Strom hast. Auch welchen Circuit brauche ich? Ein 1 oder 2er? Packen wir schnell bitte dahin. Eins hole ich gleich. So, und ich brauche noch ein Stack Stahlkabel. Haben wir. Haben wir. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass der so viel Strom brauchen wird. Okay, Itemfilter. So, und den Itemfilter brauche ich dann. Iron Bar. Hier drin haben.
Dankeschön. So, dann gehen wir auch gleich wieder nach hinten. Ja. Wie gesagt, das soll er mir alles sauber machen. Das heißt, wir springen jetzt hier rein. Und jetzt sage ich hier bei Insert, baue mir einen Filter rein. Aber hier meine Oxyzellen sagen jetzt bitte aber hier nur Oxy rein. So, er arbeitet hier. Müsste eigentlich alle Zellen haben. Wir werden es gleich sehen. Ja, eine ist drin. Drei laufen und das Ding läuft auch. So, dann mache ich jetzt gleich mal den nächsten Schritt. Und zwar, ich sage zu der Pumpe, du gehst da oben drauf. Dann war das jetzt auch so wichtig, dass ich noch eine Pumpe dabei hatte. Weil ich darf ja die... Also das ist auch wichtig, dass... dass du... nicht zurückfließt. Nicht in diese Richtung. Das heißt, wir machen das mal dahin. Das heißt, der Tank müsste jetzt auch leer werden. Geht in den Tank, geht weg. So, heißt aber auch hier nicht zurücklesen, nicht zurücklesen. Nicht zurücklesen und nicht zurückfließen. Das können wir mal irgendwann machen. So, das heißt jetzt haben wir hier eine Produktion einmal mit Hydro und Oxy. Hier haben wir auch eine Oxy-Produktion. Geht dann auch dann drüber und drüber. So. Und wir sehen, er braucht noch eine Sekunde. Er läuft und der andere ist gerade voll geworden. Er ist komplett. Die Zellen sind schon wieder alle da. Ich reiße es schon mal ab. Danke. Das Gespräch. Also man muss halt wirklich mit Filtern arbeiten, ist halt leider so. Aber dafür gibt es ja. Ja. Also das heißt, wir haben jetzt hier zwei Mobiles definitiv laufen. Einmal, wie gesagt, nochmal Hydrogen und Oxygen. Und hier haben wir laufen nochmal Oxygen und Nitrogen. Richtig. So, denn... Das heißt, wir haben jetzt dann auch einigermaßen ein gutes Kräfteverhältnis zwischen allen dreien. Das sind 900 bei einem Durchlauf, beziehungsweise 4900, also fast 5, und ein Oxy. Und das ist 2 zu 1, also 2 Hydrogen zu einem Oxygen. Also das heißt, da kommt ein Oxy, da kommt ein Oxy. Da kommen zwei Hydro und da kommt ein Nitro. Genau. So. Das heißt jetzt, ich brauche eine weitere Pumpe und ich brauche noch Kabel. Das heißt, wir gehen nochmal in die Werkstatt. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall 30 mal Stahl. Müssten 10 sein, das müsste reichen. Ich brauche normale Pipes, bitte. Ich weiß gar nicht, wie viel das da immer durchpassen. 4800 Liter. Wie viel hast du? 2560.
Ist egal. Irgendwann können wir noch eine Haferpumpe dran machen. Vielleicht werden die Pipes dann auch irgendwann dicker. Ist alles gut. Also. Rein. Deinen Pipes müsste ich jetzt erstmal haben. Es wird auf jeden Fall noch einige Mobiles da hinten dann geben. Kann aber auch sein, dass ich das Zeug hier dann auch. Das soll eigentlich ins zweite Gebäude, ne? Weil Hydrogensulfid zu. Moment, Sulfuric Acid zu machen, brauche ich nur einen Wasseranschluss. Und wie gesagt, und raushauen tut's das Kraftwerk. Also, die sollen ja auch laufen. Und das Kraftwerk wird ja, oder die Raffinerie wird ja nicht umgebaut. Ich weiß natürlich nur nicht, wenn ich jetzt momentan Diesel. Biodiesel, Diesel. Wenn ich jetzt eine Dieselzelle. Ha, nee, das wird ja nur erstellt, wenn ich Benzin. Ne, aber wobei, Benzin stelle ich ja immer her. Nein. Greg, gar nicht so denken. Weil ich muss ja immer Benzin herstellen, um den nächsten Schritt Diesel herzustellen, um den nächsten Schritt das bessere Diesel herzustellen. Glaube ich zumindest. Also das heißt, das Produkt wird immer anfallen. Es kann doch sein, dass ich noch irgendwann einen Aufbau machen muss, weil es mir nicht reicht, mehr zu machen. So, also, dann heißt es jetzt wieder, wir brauchen eine. Ich bin erst ein. Dieses ist von euch selbst auszufüllen. Der Mensch. Die Wundet sind zu mir. Haben es das gesagt. Nicht nur den Menschen, haben was anderes gesagt. So, dann gehen wir nach oben. Port. Da. Achso, jetzt sind wir ganz schön ein Stück weg. Stimmt ja. Okay. So, dann brauchen wir auf jeden Fall gleich wieder den Super Tank. Den habe ich jetzt aber, glaube ich, im Inventar. Jawohl. Das heißt, du kommst jetzt dahin. Jetzt brauche ich meine Goldpipes. Nee, ich brauche jetzt 11, ne? Sagen. Echt böse geworden. So. Das heißt, auch dieser fließt jetzt dann aus. Ja, jetzt ist dann natürlich das heißt, ich brauche schon mal das da und steck den mal dahin und dich stecke ich mal dahin. Der Rucksack wird auch immer voller. Dass ich nur Mining Pipes einstecken habe. So, wir schauen jetzt mal rein. Wir haben jetzt hier drin 926.000 Oxy, 1,67 Millionen Hydro und 101.400 Nitro.
Umfüllen von denen, was ich momentan vorne habe. Das kann ich offline machen. So, was ich jetzt aber als nächstes brauche, ist auf jeden Fall. Das wird jetzt witzig. Ich muss ich auf jeden Fall erstmal geradeaus machen. Ich vermute, gleich kommt eine Steinwand. Okay. Haben nicht. Ah, natürlich, weil sie unten drunter ist. Haha. Aber das wird trotzdem hier jetzt erstmal aufgegraben. Ich kann es irgendwann wieder zuschütten. Das ist mir relativ. So, das heißt, die Zelle packe ich hier auch noch rein. Dann machen wir jetzt mal schnell einen kleinen Weg ins Lager und geben die Erde ab. Das ist, sind unsere Gänge, die wir öfters machen. Aber wie gesagt, vor allem dadurch, dass wir so viel die Landschaft, es sieht es ja selber, also TP'n, da bin ich ehrlich, das machen wir. Weil sonst wirst du irre. Also wir haben jetzt mittlerweile 124.100 oder 1.939 Stacks an Erde da drin. Gravel. Ja, mein Problem ist jetzt eigentlich noch, ich muss mir auf jeden Fall diese schönen Teile hier nach oben machen, weil wir brauchen die oben drauf auch noch. Weil zum Beispiel, ich bin beim Überlegen, ob ich diesen Stein nicht nach oben verfracht, wobei dieser Stein öfters gebraucht wird. Aber ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Hauptmine mit meinem Mjölnir, bekomme ich ja die Basalt-Cobblestones raus. Beziehungsweise die Granit-Cobblestones raus. So, wenn ich aber mit meiner Picke mache, die Silk Touch drauf hat, oder zum Beispiel auch Sebo, Sebots auf seinen Hammer, dann bekommst du natürlich die schönen raus, also die, wo ich jetzt gerade hier in dem Rucksack habe, Basalt. Ja, ich kann natürlich auch auf die andere Seite laufen, oder ich mache sozusagen das, was wir in schön haben, oben drüber. Und so will ich das auch tun. Es wird nur interessant sein, wie ich das befülle. Das weiß ich noch nicht. Weil, wie gesagt, es soll ja hier irgendwann mal alles automatisch weglaufen. Bin auch gespannt, ob ich das mit Project Red mache, aber ich glaube ja. Weil, wie gesagt, es sollen ja überall dann die Anker hinkommen. Es wird dann auch witzig, bis mir dann irgendwann. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir eine Plattenfabrik brauchen, weil ich brauche Goldplatten, ich brauche Stahlplatten, ich brauche Obsidianplatten, ich brauche Dense Obsidian. Oh ja, ich brauche Platten über Platten über Platten. So, ich bin ja froh, dass ich jetzt nach vorne gelaufen bin. Warum bin ich nach vorne gelaufen? Ja, jetzt ist mein Problem. Ne, ich laufe wieder zurück. Ja, ich kann auch hier runter. Kann auch hier runter, weil hier runter mehr Sinn macht. Denn ich muss ja hier mit meiner Flüssigkeit ankommen. Also hier. Hier. Also das heißt, ich muss hier entlang gehen. Regnen mal wieder. Also wie gesagt, es wird unterirdische Tunnels geben in diese Bereiche hier.
Weil, wie gesagt, wir bauen jetzt gerade ja nur die, die Maschinerie auf, dass das alles automatisch läuft. Ich muss nochmal nach oben. Ich muss mir schnell nochmal was angucken. So, und zwar, ich komme ja dann von hier. Das heißt, die Flüssigkeit geht hier rein. Genau, und dann mache ich das Mobile oben drüber. Also das heißt, ich kann mal das, was ich gerade gemacht habe, nochmal. Schön ist. Heißt jetzt, ich brauche auf jeden Fall hier einen kleinen Tank. Diesen kleinen Tank werde ich hier verknüpfen müssen. Ich brauche Filter. Das heißt, ich komme da rein und muss da wieder runter. Das heißt, ich habe hier auf jeden Fall einen zweiten kleinen Tank. Und muss hier auch hin. Das ist jetzt schon mal das, was wir brauchen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall zwei Filter. Weil er soll mir ja sozusagen die leeren Zellen bitte hier reinpacken. Und er soll mir bitte die diese Fluidzellen hier reinpacken. Das heißt, wir gehen in die Richtung In-Out. 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 Interessant. Ja, auch Minecraft-Blumen brauchen Wasser. So, das heißt, das wird auf jeden Fall abfließen. Ich bin gerade beim Überlegen, mache ich hier einen größeren Tank hin? Und ich muss einen provisorischen Supertank aufbauen. Den werde ich aber erstmal drunter machen. Für Hydrogen. Für das Sulfuric Acid. Bei dem Bereich muss ich natürlich erstmal hier im Lager aufbauen. Oder was heißt im Lager? Im Chemiewerk. Weil das kommt ja da drüben hin. Es ist Nacht. Ich lege mich mal mit meinem schönen trockenen Schlafsack in den nassen Boden. Lass mich von oben berieseln. Jetzt habe ich zwar ein trockenes Wetter, aber dafür einen nassen Schlafsack. Doch schön. So, okay. Muss wieder runter. Aber ich muss ja den Tunnel weiter basteln. Bin schon verwirrt, ich merk's. Unverwirrt ist gut. Ich bin durchgehend verwirrt. So. Aber wir laufen jetzt mal. Muss ich gucken, wo ich bin. Ja, was halt das Schöne ist, ich kann jetzt hier, ich stelle jetzt halt auf Cave um. Hier halt, wo ich bin. So, das heißt, ich komme jetzt hier raus. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall hinter meine Supertanks nochmal eine komplette Reihe.
wo ich frei mache. Okay, so, das heißt jetzt dann, ich brauche den da hinten. Das heißt, ich gehe dann hier raus. Ich gehe auf jeden Fall dann auch komplett nach oben. Das heißt, Decke muss ich abziehen. Das heißt, weil da kommt dann noch was drüber. Reißt es trotzdem raus, das ist mir jetzt egal. Was du jetzt kannst besorgen, das verschiebe nie auf morgen. Okay. So, das heißt jetzt dann für mich, ich gehe jetzt dann hier raus mit einer Pumpe. Brauche einige Zeit. Also ich bin der Meinung, mir reichen hier Tiny. Das heißt, ich brauche jetzt eine in der Werkstatt. Brauche ich jetzt eine. Brauche nochmal mindestens. mindestens einen halben Stack an Stahl. Weil ich die kleinen Pipes brauche. Ich hoffe, dass da 64 Stück reichen. Beim EBF ist es leider, kann ich leider nicht mehr so denken. Beim EBF muss ich leider schon so denken, dass die Tiny Pulse nicht reichen, außer ich verwende Stainless Steel. Das könnt ihr natürlich auch tun. Weil, lasst uns gucken, Stainless Steel hat 2400 Liter mehr hier drin. Weil ich müsste, ja okay, ich müsste auf jeden Fall mindestens die Small Steel Fluid Pipes verwenden. So, apropos, ich muss jetzt hier mal ein Zinnkabel mitnehmen und ich muss aus der Kiste einen Schraube mitnehmen. Ich muss die da reinschmeißen. Eine Pumpe mitnehmen. Wir gehen jetzt wieder ins Lager. Rennen einmal da rum. Beziehungsweise bevor ich das mache, machen wir schnell essen. Wollen wir da schon mal keine Gedanken machen. So, was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist Oxy und Nitro gehen nach hinten. Das heißt, ich werde meine Pumpe hier hinpacken. Das heißt, du und du und du gehen dahin. Oh, und jetzt brauche ich aber meinen Freund die Wrench, weil ich das gleich mitmachen muss. Dass das bitte nicht mehr zurückfließt. Schöne kann man gleich mitmachen. So, ich muss jetzt hier rauskommen. Jetzt muss ich gucken. Ich komme hier raus. Okay. Dann haben wir ja noch gesagt,
Hallo, hat dir keiner angeschafft. Ich hab gesagt, du sollst ins Eck und das zumachen. Danke. Das ist schon mal richtig. Mal einen runter. Und jetzt kann ich es erstmal komplett. Lesen. Kann ich dann immer noch machen. Natürlich habe ich total dran gedacht, aber ich muss natürlich auch noch mal eine Pumpe holen. Aber da hole ich mir gleich eine MV. Wie gesagt, da reicht mir auch erstmal eine LV. Schlimme ist, dass das müsste jetzt schon. Ja, aber so viel brauche ich gar nicht mehr. Das ist jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, ich sag mal 6 Stück. Das heißt Werkstatt. Machen wir erstmal den Gang wieder. Was? Pumpe, das heißt, demnächst muss ich wieder Motoren herstellen. Die Motoren muss ich mir irgendwann angewöhnen, dass ich die wirklich stackweise da drin habe. Also immer einen Stack Motoren bauen, weil. Braucht ihr immer. Für die Pistons, für die Konvoyers, für die Pumpen, für alles Mögliche. Mittlerweile brauche ich die Tinys mehr als das andere Graffel. Ist auch schlimm. Ja. Die Pumpe habe ich dabei. Ich habe noch einen Super Tank. Habe ich jetzt noch. Dann reicht mir auf jeden Fall. Alles sauber verlegen. Muss man auch noch alles einfärben. Oh, da liegt noch ein Treib rum. So. Das heißt jetzt läuft alles nach vorne. In diesen kleinen Tank. Hm. Verdammte Axt. Ja. Schön, dass ich mitgedacht habe. Also das heißt, ich muss hier runter. So. Heißt, du bist leider falsch. Du auch. Du musst nach hinten. Also, du musst daher. Brauche ich meine Pumpe. Ja, und jetzt muss ich mitdenken. Und zwar. Muss ich es, glaube ich, so machen. Unten.
So, jetzt ist die Special Frage. Hey. Ich hoffe, dass ich es jetzt nicht falsch rum gemacht habe, sonst darf ich gleich wieder alles abreißen. Hey, ich brauche mal einen Super Tank. Hey, ich habe es richtig gedacht. So, Super Tank, das heißt, ich habe jetzt dann das Zeug da. Das heißt, ich könnte jetzt dann hier eventuell, beziehungsweise, ja doch, ich müsste es hier machen. Ich könnte jetzt dann hier sozusagen einmal eine komplette Pipe nach hinten verlegen, beziehungsweise müsste einmal hier irgendwo ein Hupfi machen, dass ich, oder beziehungsweise gehe dann oben drüber, dass ich dann in die andere Abteilung komme. Aber hier ist ja das Kabel. So, das heißt, wir gehen jetzt nach oben. Nein, wir gehen schnell in die Werkstatt. In die Werkstatt. Ich brauche Zink. Zinkfolie brauche ich jetzt. Zink, Nickel. Dann Zink mal. Los. Gut. Circuit 1 habe ich hier auch drin. Und in der Zeit, wo der sich überlegt, die Dinger zu machen, hauen wir mal Strom an. Strom drauf. Danke. Lad mal. Es wird auf jeden Fall viel entspannter, wenn es dann alles hier mit angeschlossen ist, wenn das Zeug alles draußen ist. Wie gesagt, es wird einen kleinen Bereich. Das kann ich ja mal so halt. Ich kann es so halb vorführen. Mal das gucken. Wenn jetzt dann der zweite Durchlauf ist, kann ich euch das schnell erklären, was ich da vorhab. Rechts sind Zinkplatten. Danke. Genau. Und zwar momentan ist ja. Nochmal die Borderline an. So, momentan ist ja der Eingang hier. Und ich hab bis da vorne das Gebäude. Das Gebäude wird irgendwann hier enden. Dann heißt es, wir gehen jetzt dann sozusagen genau hier rein. Also hier wird dann der Eingang sein. Also genau hier. Weil das heißt, der eine Chunk und der andere Chunk ist halt dann mittig. Wow, ne? Geht halt bei 2x2 Chunks. So, das heißt, ich habe dann hier einen Weg nach innen. Und dann kann ich aufteilen. Und dann kann ich sagen, okay, ich habe jetzt auf der linken Seite hier, also wo jetzt gerade die Blümchen angezeigt werden, habe ich dann einen Bereich, das ist LV. Oder ich mache hier gleich HV hin. Kann ich auch machen. Was ja eigentlich viel mehr Sinn macht. Zu sagen, HV, MV, LV bei Runderdrossel. Macht sogar mehr Sinn. Wenn wir auch so tun. Das heißt also, HV wird vorne hinkommen. LV wird dann meinetwegen, jetzt sagen wir mal, hier hinkommen. Weil die Maschinen, der Maschinenpark wird jedes Mal verrücken. Wie gesagt, ich habe HV, MV, LV. HV wird immer größer. MV wird dann minimal kleiner. LV wird halt ganz klein sein, weil wir halt dann sagen, okay, wir haben jetzt halt im LV-Bereich dann nur noch ein paar Maschinen stehen, die wir halt zum Beispiel in MV und HV noch nicht haben. Und vor allem, dass man halt mal schnell was machen kann. Also das heißt, ich werde immer eine Assembling-Maschine haben. Dass ich zum Beispiel sage, okay, die Assembling-Maschine in LV werde ich behalten. Ist so gut wie sicher. Warum? Kann man immer Fackeln machen. Das Ding kann ich zu Verfackeln verwenden, für Steinverarbeitung, für whatever. Oder für kleine Komponentenherstellungen. Dann haben wir noch einen im MV und einen im HV-Bereich. Also die werde ich nicht herschmeißen, weil vor allem die sind sauteuer. Ich werde auch den Circuit Assembler nicht weghauen. Den wird es auch weiterhin geben.
Also die solche Maschinen werden da bleiben, aber es wird halt weniger. Also ich werde halt dann irgendwann im LV-Bereich nur noch 16 Maschinen haben. Start. Ich habe gesagt, ich brauche 2 Filter, ne? Das ist sehr schön. Und ja, und das ist halt die ganze Zeit so. Also das heißt, HV wird größer. Momentan haben wir 4 Maschinen. Irgendwann haben wir davon 16 oder 20. Also wir sagen, nö, wir gehen jetzt gleich auf die nächste Stromstärke, was ich aber nicht glaube. Weil, wie ihr schon bestimmt gut gemerkt habt, wir bauen hier langsam. Und ich hoffe, dass das euch auch so gefällt. Weiter und lassen das stetig wachsen, außer durchprügeln. Also wie gesagt, klar, ich kann mich jetzt natürlich hinhocken und sagen, okay, ich mache jetzt alles soweit fertig, dass ich an den Circuit komme für die für EV baue dann alles Mögliche auf, dass ich die Rakete mache, fliege mit der Rakete nach oben, nimm so viel Sauerstoff mit, hab dann 3000 Sauerflaschen dabei, wenn es sein muss. Sucht da oben mir das Titan, geh nach unten, kommt zurück und schmeißt das Titan rein. Also nein. Sondern wir möchten eine schöne Basis dann auf dem Mond auch bauen und so weiter und so fort. Also Silence, ne? Wir haben ja Zeit. Ich hoffe, ihr auch. So lernen wir ja auch die Mods kennen. Aber wie gesagt, wenn... Und das nochmal. Wenn ihr sagt, ne, ihr möchtet von diesem Pack, ich gehe mal von diesem Pack aus, ich kann es natürlich aber auch von dem Pack rausmachen, Mods erklärt bekommen, vorgestellt bekommen, dann schreibt mir das. Dann machen wir das. Da habe ich dich weggebürstet. Ah, oh, da kommt noch ein Kollege. Ich muss mein Schwert leveln. Ich jetzt Wizard, ne? Nein, der ist mir zu gefährlich. Tschüss. Gib wieder Brot. Ich glaube, ich habe noch nie Brot gebacken, aber lauter Creeper erledigt, die mir Brot geben. Ja, wir nehmen mal meinen Kaffeerucksack. Schmeißen mal das Zeug rein, was ich gerade nicht brauche. Apropos. Ich werde ein paar Kleinigkeiten verändern, was im Pack standardgemäß nicht drin ist. Und zwar, die Forestry Farmen sind hier Standard Vanilla eingestellt. Also das heißt, die sind so aufgebaut. Also diamantförmig. Ich finde diamantförmig platzverschwendend. Ich hoffe, Dream bespricht das mal mit seiner Community, was die sagen. Aber das ist ja einfach nur eine kleine Einstellung. Und ich denke, dass ich finde das viel, viel besser, wenn man das so macht. Bin ich eigentlich hier? Ich muss doch davor. Yay! Apropos, der Boden muss noch raus. Habe ich festgestellt, ist falsch. Der Boden ist richtig. Wenn ich den anderen Boden haben will, muss ich den unten austauschen. Ah, ist er falsch gelatscht. Aber wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Mods und sagt, ey, erklär den noch mal besser, schreibt mir das in die Kommentare, weil dann können wir sowas dann mal vorbereiten. Eventuell habe ich dann auch noch einen Sebo dabei, der kennt sich zum Beispiel mit den Zaubermods viel besser aus als ich. Dass wir das dann zusammen machen, so als Tech-Team. Und. Also das wird auf jeden Fall interessant. So, ja. Und jetzt machen wir hier weiter. Oder nein, wir machen hier
Na doch, das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Folge war schon wieder zu kurz. Ja, und zwar, wir haben jetzt hier das Hydrogengas drin. Und das Hydrogengas brauche ich immer zwei leere Zellen. Das heißt, ich habe jetzt hier einen In-Out, Insert, bitte einen Filter und bitte immer hier leere Zellen reinpacken. So, dann habe ich jetzt dann hier einen Filter, der auch sagt Insert, aber bitte hier immer Hydrogensulfid reinpacken. Das heißt jetzt, ich schmeiße jetzt die rein. Extract und mach da die Fackel aus. Das heißt, jetzt haut er mir hier meine Zellen raus. So, jetzt habe ich hier meine Hydrogenzellen drin. Gehe jetzt dann auch hier hin und sage zu ihm auch immer Extract. Und jetzt packt er mir hier immer meine Hydrogenzellen nach vorne. So. Und jetzt gehe ich hier hin und sage auch hier aus. Und jetzt packt er mir hier meine eine Zelle hier rein, meine andere Zelle hier rein und packt die wieder hier rein und der läuft. Und zack. So, das heißt, wir haben jetzt hier das nächste Mobile am Start. Und lassen das, können das schön, brav, immer sauber laufen lassen, ohne dass wir uns jetzt nochmal Gedanken machen müssen, ob wir hier genügend Hydro drin haben, weil da stellt er das Ding da hinten her, transportiert es hier rüber und das wird hier alles ordentlich verteilt. So. Genau. Also immer euch Gedanken machen, welche Filter reichen. Aber ich möchte das aufteilen, also darum Hydro und leere Zellen. Da kann ich den in Ruhe lassen. So. Aber, und es wird auch hier fleißig das rausgeschaufelt. Hier wird Hydro fleißig reingeschaufelt. Das einzige Problem, was wir jetzt dann irgendwann haben könnten, ja, man sieht's, es ist schön voll, das jetzt dadurch, dass ich das Hydro ja verschwende und das Nitro und das Oxy nicht verschwende, dass uns natürlich irgendwann hier alles voll läuft. Das kann passieren. Ja, das wird auch passieren. Bis die Erzverarbeitung läuft. Und das wird eins unserer nächsten Folgen werden. Beziehungsweise beim nächsten Mal, glaube ich, werde ich mich nochmal erstmal an die Küche schmeißen, dass wir da auch mal ein wenig weiter vorankommen. Das werden wir aber auch beim nächsten Mal sehen. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen, Anregungen habt oder wie gesagt, sagt, ey, mach doch mal ein Tutorial von wie auch immer, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, dass der Herr Algorithmus feststellt, ey, die Videos sind toll. Der ihr nicht hier vor allem der Minecraft schauen will, dann wird er angezeigt und dann geht's nur dazu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.